Hi Leute, und was geht ab? Im letzten Video haben wir einen Räucherofen gebaut und jetzt gucken wir mal, was man alles räuchern kann. Wir haben hier verschiedene Sachen, Tofu, auch mal ein Ei oder keine Ahnung, eine Paprika oder Karotte, ein paar Pilze oder auch mal eine Aubergine. Wir finden heute heraus, was man alles räuchern kann und wie es am Ende dann auch schmeckt. Ich habe jetzt erstmal so ein paar Haselnussäste geholt und daraus baue ich den Grillrost. Ich befeuere jetzt den Räucherofen. Versuch 2. Gut, dann machen wir im Sofa ja. Jawohl, brennt doch schön. Das ist doch so, wie wir es haben wollen, ja. Gut, jetzt kommt es da unten rein und dann brennt es wieder. Ja, man, hier noch ein bisschen mehr Birkenrinde. So, das brennt doch schön. In der Zeit, wie das Feuer runterbrennt, baue ich den Grillrost. Das Feuer ist jetzt schön runtergebrannt und jetzt habe ich hier noch so ein Kohlestück und das kommt jetzt da drauf. Aber erstmal breche ich das, dann habe ich 2 Kohlestücke. Jetzt schneide ich das ganze Gemüse zum Räuchern klein. Let's go! Aubergine ist fertig, jetzt Paprika. Paprika ist auch fertig, jetzt Karotte, keine Ahnung, wie man die schneidet. So, Karotte haben wir auch und jetzt noch Pilze, da mache ich glaube nur den Stiel weg. Ah! Pilze haben wir auch. Tomate, wie sollen wir die reinmachen? Ja, die mache ich einfach ganz rein. Zwiebel, mache ich. Mal ein bisschen schälen, keine Ahnung. Oh yeah. Ach, Tofu habe ich ja noch. Ey, komm, ich schneide den so richtig lang. Lang finde ich geil. Einmal. Zweimal. Komm, weil alle guten Dinge sind 3, machen wir noch einen dritten. Und dann haben wir ja schon einen vierten. Die fragt sich einfach so weg. So, ich habe jetzt hier Aubergine, Paprika, eine Tomate, die tue ich da einfach ganz rein. Karotten, Zwiebeln und auch ein Tofu, hier so schön in Scheibchen geschnitten. Hier Pilze, die habe ich einfach ganz gelassen und schöne Bachforellen, Fischfilets. Und die kommen jetzt in den Räucherofen. Aubergine, oh yeah. Tofu, noch mehr yeah. Fischfilets, Butz, Butz. Karotte, keine Ahnung, hier mal her. Hier, Paprika, so oder so? So. So? Auf der Haut, ja. Hier auch. Zwibble, so drauf. So, Tomate, keine Ahnung. Einfach random hier drauf. Passt hier noch ein Tofu hin. So Leute, jetzt kommen ganz viele Stämme hier so drauf. Und darauf kommt dann Goldrute und alles, dass der Rauch da drinnen bleibt. So, jetzt kommt hier ganz viel Zeug drauf. Alter, sieht das cool aus. 30 Minuten räuchert das Ganze jetzt schon und jetzt schauen wir mal, wie das aussieht.
Jetzt hat es 40 Minuten in etwa gekocht und jetzt schauen wir mal, wie es darunter aussieht. Ach, bäm! Alter, hier ist bei den Pilzen richtig die Flüssigkeit da reingelaufen, wie so ein Trichter. Also Leute, jetzt probieren wir mal. Even ist auch mit am Start, der probiert einfach mit. Probieren wir mal. Hat was wie Apfelchips. Es schmeckt leicht säuerlich. Leicht säuer und irgendwie auch süß. Also man kann sich irgendwie aussuchen, nach was es schmeckt. Und rauchig natürlich. Ja. Und bitter ist es auch ein bisschen. Die Konsistenz ist ein bisschen wie von Pappe. Ja. Wie viele Sterne würdest du geben? Und ich muss ehrlich sagen, ist nicht mein Daher-Ding. Auch nicht ganz so. Ich würde sagen, 3 von 10. Das hier ist das Pilze, oder? Nehmen wir Pilze, ja. So, Pilze, hier, da schwimmt noch so richtig die Flüssigkeit da drin. Ja, der schmeckt, ja, keine Ahnung, schmeckt eigentlich ganz gut. Ja, erinnert an Fisch geräucherten. Stimmt. Ich finde ihn geil. Ich hätte gerne Salz dazu. Also mit Salz wäre es nochmal geiler. Aber ich finde es besser als die Aubergine. Dem Champignon würde ich 7 von 10 Sternen geben. Wir gehen rein in die Tomate. Oh yeah. So, Tomate. Das schmeckt... Wie Tomate. Wie Tomate. Ja, wie warme Tomate. Aber irgendwie schmeckt es geil. So ganz leicht Räucher noch mit drin. Und jetzt kommt erst der Rauchgeschmack so danach. Ja, ne? Ich würde sagen 8 von 10 Sterne. Ich stell's mir auch lecker vor, wenn man es einfach zu Reis macht und so eine Bambe drauf. Ja, ne? So geräucherte Tomatensauce. Ja. Wir gehen rein in die Karotte. Die ist noch roh. Fühlt sich falsch an, weil die eigentlich weiß sein müsste, aber roh ist. Ja. Kann man machen, wenn man es länger drin lassen würde. Also, ja, schmeckt irgendwie... Schmeckt wie getrocknete Karotte halt. Ja, also von geräuchert merke ich an der Karotte hier nichts. Ich auch nicht. Einfach nur irgendwie getrocknet. Keine Ahnung. Wobei so ganz leicht geräuchert merkt man schon. Ich würde sagen 5 von 10 Sternen. Jetzt kommt die Zwiebel. Sieht auch eigentlich richtig cool aus. Schön golden, ja. Probieren wir mal. Finde ich geil. Ich auch. Also, ist ja nicht geil. Also Zwiebel schmeckt richtig geil. Überhaupt nicht mehr scharf. Doch, so ein bisschen. Ja, ich finde, so ein bisschen ist sie noch scharf. Auch so leicht saftig. Es könnte vielleicht noch ein bisschen länger oder einfach dünner süß geschnitten. Und rauchmäßig. Genau. Also finde ich geil, muss ich ehrlich sagen. Ich würde sagen... Ich finde, man kann es so... Neben so ein Essen kann man es nehmen. Ja, ich würde 7 von 10 Sternen. Jetzt probieren wir die Paprika. Ja, sieht eigentlich... ganz normal aus, aber ist noch so ein bisschen wabbelig, genau. Schmeckt eigentlich auch geil. Ich find's geil. Also das hier so irgendwie noch mit Reis gefüllt. Und so einer leichten Soße. Genau, das wäre geil. Also das fühle ich. Geil, sehr lecker. Ich find's auch sehr lecker. Ich würde sagen 8 von 10. Ja. Also Leute, der Tofu sieht einfach bombastisch aus. Und den probieren wir jetzt. Richtig schön goldenig, schöne Knusperkruste. Mal sehen, wie es schmeckt. Also ich finde es geil, aber es fehlt Salz. Mit Salz, Oberhammer. Aber Tofu? Es hat ein bisschen was wie Fisch. Nur schmeckt nach Tofu. Genau, aber die Konsistenz. Also mit Salz super lecker. Und ich glaube, mit einer Soße, dann wäre es richtig lecker. Oh ja, guck mal. Hier so eine Avocado-Creme drauf. Oder so zwischen den Burger. Auch gut. Ein Burger. Ich würde sagen, eine 8,5 von 10. Letzte Sache kommt jetzt, Fischfilets. Also Leute, letztes Mal war es ein bisschen saftiger, aber jetzt ist es so richtig schön, so ein bisschen hart und auch so einfach perfekt. Noch so eine gewisse Feuchtigkeit ist drin, aber richtig geil. Auch schön gold geworden. Probieren wir mal. Sagen, letztes Mal fand ich es geiler. Ich finde es dieses Mal geiler. Wirklich? Dieses Mal? Ich finde es richtig geil. Dieses Mal ist es noch mehr geräuchert. Ja, schmeckt geil. Also vielleicht ein Butter angeröstetes Baguette, so eine Baguette-Scheibe. Darauf dann so ein Filet ohne Haut. Mit ein bisschen Zitrone und Salz. Richtig geil. Das letzte Mal war es saftiger. Diesmal finde ich es aber geiler. So Leute, das war's mit dem Video. Und jetzt haben wir herausgefunden, was man alles so räuchern kann. Und
wie es dann am Ende auch schmeckt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr könnt es ja auch mal ausprobieren. Und dann sehen wir uns auch das nächste Mal wieder. Bis dahin und lasst einen Daumen da. Nach oben. Nicht nach unten. Ja genau, und tschüss.